So, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Geht ja immer so um Nachhaltigkeit und elektrisch fahren oder elektrisch sich fortzubewegen ist natürlich auch nachhaltig. Und in diesem Video wollte ich euch hier nochmal ein kleines Autochen zeigen hier von Gerco E-Mobility, was er hier drin hat. Und das finde ich immer ganz witzig. Das Auto ist der E-City Fly und ich zeige euch das mal. Hier seht ihr das hier hinter mir. Ich zeige euch das jetzt mal und werde dann so ein bisschen aus dem Off sprechen, was das Auto kann und was das Auto hat. Und dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt, nee, sorry, aber in so ein Ding setze ich mich nicht rein. So, das ist er hier. Das ist der E-City Fly, auch von Jiuquan, von einer großen chinesischen Firma. Und das ist die Frontansicht sozusagen, hat eine Leistung von 1,5 kW, 2 bis 3 Sitze. Also jetzt ist das hier ist ein Einsitzer, aber man kann da wohl noch einen Sitz hinten reinbauen, beziehungsweise so eine kleine Sitzbank. Und dann könnten da theoretisch sogar 3 Leute drin sitzen, aber die müssen wirklich klein sein, sage ich jetzt mal. Der E-City Fly, den wir hier haben, der kostet 7.290 Euro. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass es zu viel ist für so ein Auto oder ob ihr glaubt, dass es gerechtfertigt ist. Ja, ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es auf der einen Seite viel Geld, aber wenn ich damit wirklich mobil bin und das auch oft nutze, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so viel Geld, wenn ich das jetzt mit einem normalen Autopreis vergleiche. Wenn ich dann aber überlege, dass Sono Motors ein ganzes Auto mit echt viel Platz für 16.000 Euro zur Verfügung stellen möchte, dann ist das halt einfach sehr viel. Okay, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne? Das ganze Gefährt fährt 42 bis 45 km/h. Man kann das in mehreren Farben bestellen und man ist bei 100 Kilometern auf einen Kostenpunkt von 1,30 Euro, ja, für 100 Kilometer. Das ist schon eine Hausnummer. Und jetzt steht hier gar nicht drauf, wie weit er insgesamt fährt mit einer Batterieladung. Man kann ihn auch auf Drosseln auf 25 km/h. Jetzt fragen wir gleich mal den Chef. Ich zeige euch jetzt mal hier das Auto von der Seite und auch von hinten. Ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig hässlich. Also ich finde es irgendwie ganz cool, ganz knuffig. Und wir schauen jetzt mal so ein bisschen durchs Fenster rein. Also man sieht schon, das ist ein richtiges Lenkrad hier, nicht wie bei dem Kollegen hier nebenan, wo man jetzt so einen Lenker hat, wie bei einem Fahrrad oder bei so einem Elektroroller. Hier ist es schon richtig wie mit einem Auto. Man sieht hier, also ich sehe das hier, ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber es gibt USB-Anschlüsse, es gibt ein Radio, es gibt hier so eine Anzeige, die teilweise auch digital ist, wenn ich das richtig sehe. Und ich sag mal so, sieht jetzt nicht schlecht aus. Und für jemanden, der vielleicht auch nicht so mobil ist, ja, der dann hier mit 25 km/h oder auch mit 45 km/h dann durch die Gegend fahren möchte, ist es dann im Grunde ideal. Hinten hat sogar einen kleinen Kofferraum. Oh, das spiegelt jetzt ein bisschen stark. Ja, hier so einen kleinen Kofferraum. Das ist im Grunde auch vollkommen ausreichend. Eine Kasse Bier passt locker rein, wahrscheinlich sogar eher 2. Und das ist ziemlich cool. Jetzt fragen wir mal den Chef hier, der gerade neben uns steht, wie weit der denn eigentlich fährt. Weil das steht jetzt hier auf meinem Flyer gar nicht drauf. Und dafür gebe ich mal hier rum. Ja, Philipp, ich muss dazu sagen, dass wir hier beide auch 2 neue reinbekommen haben. Und zwar, dann haben die nicht mehr 1500, dann haben die 3000 Watt. Ja. Einen völlig neuen Motor und mit Lithium-Ionen-Batterie. Okay. Und wie weit fährt er dann? Dann haben die eine Reichweite immer geländeabhängig und die Geschwindigkeit muss man natürlich beachten. Klar, ja. Von 150 bis 200 Kilometer. Okay, also 150 bis 200 Kilometer. Und das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer. Das denke ich auch. Weil 150 bis 200 Kilometer, das würde mehr als 90% aller Fahrten abdecken, weil die ja meistens unter 50 Kilometer sind und das ist cool, weil ich habe jetzt hier auch kein Dreirad, sondern ein Vierrad und wenn jetzt jemand Angst hat, dass er da irgendwie umkippen kann, aber ich habe eine komplett geschlossene Box, ich kann nicht nass werden, ich habe eine Heizung, ich werde gewärmt sozusagen und ich habe auch USB-Anschlüsse, also jetzt nicht so ganz veraltet, ich habe jetzt schon manche deutsche Hersteller, die noch keinen USB-Anschluss im Auto hatten, noch vor wenigen Jahren und das jetzt erst reingemacht haben, also ja, ist eine coole Geschichte. Vielleicht noch irgendwas dazu zu sagen? Ja, und selbst die mit den 3000er natürlich sind auch mit Moped-Führerschein und mit der geringen Versicherungs...
Belastung von also, knapp 30 Euro im Jahr nur. Okay, also auch noch sehr sparsam. Bedenken. Nicht nur, dass ihr sehr günstig mit dem Strom durch die Gegend fahrt, sondern auch steuerlich und mit der Versicherung sehr günstig durch die Gegend fahrt. Ja, weil die Dinge 30 einfach nicht so Euro. Wir haben die preiswerteste Assekuranz rausgesucht, deutschlandweit. Okay. Und die geben wir natürlich an unsere Kunden weiter. Okay, das ist super. Ja. Also, freut mich ganz herzlich. Ganz herzlichen Dank nochmal für die Beantwortung der Fragen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch so ein Auto hier gefällt. Das hier war ja jetzt der E-City Fly. Schreibt mal, ob ihr euch vorstellen könnt, sowas zu kaufen, sowas zu fahren. Würde mich interessieren. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, für weite Strecken nicht, aber nur um von A nach B zu kommen, mal kleine Kilometeranzahlen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ja, wäre für mich eigentlich auch ideal, wenn ich viele kurze Strecken fahren müsste. Also, ganz herzlichen Dank. Und wer hier mal die Autos testen will, glaube ich, der kann auch einfach gerne mal anrufen. Wir können gerne zu anrufen und zum Probe fahren. Einfach mal hier auf den Hof kommen. Das ist die Hügelstraße 10 in Osnabrück. Gerco Immobility. Ich packe den Link nochmal in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr hier vorbeikommen und euch mal die Sachen anschauen und auch Probe fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also, ganz herzlichen Dank fürs Reinschalten. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat, das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.